Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Blues Tower Defense 5 und wir gehen in die Profiliga zu den Experten-Maps. Und da spielen wir heute auf hart. Schluss. Auf geht's. Nicht lange labern, sondern machen ist angesagt. Die Bloons warten nämlich auf die Arschtritte sozusagen, ne? So, was werden wir tun? So schnell wie möglich Affendorf, Plantagen und bla bla bla. Ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt komm her da. Ich geh mal hier hin und los geht's. Wave 1 von 85 Waves. Da haben wir was vor. Und wir werden nicht fehlen. Garantieren kann ich es ja nicht, weil hin und wieder fehlt man mal. Aber ich werde mich bemühen, Leute. Das auf jeden Fall. Wir werden den Bloons so in den Arsch treten. So, Wave 3. Schauen wir, dass wir so schnell wie möglich eine Plantage kriegen. Eine reicht eigentlich. Wave 4. Und Wave 5. Locker, zackig, flockig geht's voran. Ja, Mann. 6. Und Wave 7. Ende der Runde will ich jetzt die Plantage hier haben. Auf das geht sich aus. Müsste hinhauen. Ohne Probleme sogar. Jojo, das haut hin, Leute. So, da haben wir's. So, das gehen wir ein bisschen nach rechts, weil hier möchte ich wieder das Affendorf dann hin. Wave 8. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Kohle hier. Wave 9. Minimum Upgrade nehmen wir auch gleich. Oh, da kommt ein bisschen was auf die da oben schon zu. Wave 10. Eventuell müssen wir sogar ein bisschen nachlegen. So, haut halbwegs hin. Und Wave 11 ist in the house. So, jetzt habe ich schon das, was ich will, nämlich den hier. Den geben wir hier hin. So, den stärksten raussaugen. So, und jetzt sparen wir direkt aufs Affendorf. 17:30, das wird ein bisschen dauern. Wie viel kriege ich hier jetzt? 3 Bananen, A40, 120 pro Runde kriegen wir dazu. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ich sag mal so, besser wie nix. So, übrigens, bei schwer ist es ungefähr 12 Runden müsst ihr warten, dann habt ihr den Kaufpreis herin, plus den Verkaufspreis von einer Bananenfarm. Also, so ungefähr stimmt es. So, gleich haben wir das da. Wie viel brauche ich, habe ich gesagt? 17:30, okay. Wave 15. Ja, nächste Runde sollte sich das schon ausgehen. Locker, zackig, flockig, sage ich nur. Locker, zackig, flockig. Wave 16. Und da haben wir's, da ist sie. So, das setzen wir schön in die Mitte. Ein bisschen nach rechts hier, dass das hier auch noch mitgenommen wird. So. Wave 17. 18. Upgraden wir den hier dann. Wave 19. So, und dann das als nächstes. Wir müssen hier ein bisschen die Spec Factory upgraden. Wo sind wir? In Wave 21. So, Wave 22. 23. Jetzt machen wir die Stahlblumen Upgrade hier. Hier genauso, 24, 25, so, Stahlblumen Upgrade haben wir doppelt, das haut hin soweit. Wave 26, jetzt verbessern wir den dann noch. Sehr schneller schreddert. Da heißt es, glaube ich, nachlegen jetzt gleich. Oh, es geht sich nur aus. Aber wir brauchen hier schon mehr. 1, 2, 3. Ich lege dreimal nach, denn das brauchen wir jetzt. Das sage ich euch. Das wird sich nicht ausgehen anders. Aber ist ja kein Problem. Man kann ja nachlegen. Dazu ist es da.
So, was habe ich jetzt hier noch? Das nehmen wir gleich. So, dann passt das auch. Wave 28, Stahlblunts sind bereits Geschichte. Dann mehr Spikes. So, noch mehr Spikes. Wave 31 haben wir. Wave 32. Jetzt nehmen wir dieses Upgrade hier. Wave 33. Wave 34. So, das haben wir auch. Das nehmen wir auch noch mit. Da Wave 35. Dann müssen wir wieder was machen hier, weil sonst kriegen wir hier in die Fresse. Nehmen wir die dicken Spikes mal. Ah, komm, du kleiner roter Scheißer. Wave 36, Leute. Jawohl, da geht was weiter. Wave 37. So, jetzt haben wir die dicken Spikes. Mal schauen hier, da setzen wir jetzt zwei U-Boote hin. Wir machen hier jetzt einmal die Grundausstattung hier. So, die zwei. Wave 38. Oh, 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 da kommt ein bisschen was. Da kommt ein bisschen was. So. Dann, was machen wir noch? Jetzt schauen wir mal hier. Ich würde sagen, zwei U-Boote, das ist nicht so teuer. Eins hier, komm. Und eins hier. Komm. Ist der nur in der Range hoffentlich. Ja. So, die upgraden wir dann gleich vernünftig. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen Kohle. So. Bisschen Moos brauchen wir nur. Ein Heli könnten wir auch noch nehmen. Das 2-2er Upgrade hier mal. So. Wave 40. Wir geben schön Gas hier. Keramiks werden auch rausgesaugt. So hat das hin. Wave 41. Dann nehmen wir das hier. Und natürlich dann das Camouflage Upgrade rechts. Das nehmen wir auch noch. Das geht schon mit sozusagen. Wave 42. Dann machen wir hier dieses Upgrade hier. Wave 43. 44. U-Boote sind halt gut, weil sie überall hinschießen. Das ist ganz praktisch. 45. Wir brauchen das Boss-Upgrade jetzt. So, sehr schön gerade ausgegangen. Wave 46 und zack, weg ist er. 47. So, jetzt wird ein bisschen Geld gesammelt. Da vorne bräuchte ich noch mehr Power, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was wir da hin sollten. Welchen Tower? Vielleicht auch einfach ein paar, die sind nämlich nicht teuer, von diesen Dingern da. Den Ninjas, die geben wir hier hin zwei. Die sind nämlich wirklich nicht teuer und sehr gute Tower. So, gleich auf Max hier. Oder fast Max. Den haben wir. Den anderen dann noch. Jum, jum, jum. Jum, jum. So, und Geld sammeln. Die machen nämlich wirklich guten Damage auch. Und sie gehen auf Camouflax. Aber gut, alle gehen auf Camouflax wegen diesem Upgrade hier. Wave 49, Leute. So, der ist auf Max. Ist den da noch? Auch auf Max. Die haben noch keine dicken Raketen. So, der hat welche. Doch gleich welche. Zack, boom, haben wir zwei ballistische Raketen. Wave 50! Wave 51! Jetzt werden wir das mal machen Richtung Auge.
52, 55 wird dann wieder dreckig, wegen so einem Stoß, aber es sollte machbar sein, es ist nur der kleinere Stoß. 63 ist dann wieder oberdreckig. Das sind so die Waves, die mies sind sozusagen. So Leute, wir sind in Wave 53. Wave 54? So, jetzt kommt noch mehr Kohle. Und Wave 55, da sind sie die Stöße und gleich sind sie weg. Das geht locker, zackig, flockig hier. Da können wir nur ein paar Blumenchipper für die Bosse dann hin. Das ist eine Idee. Wave 56. 57. So, das Auge ist gleich ready hier. Könnte man das auch noch machen. Mache ich wirklich das zuerst? Wo sind wir? Wave 58. Voilà. Und danach das Auge. Klären wir's, Leute. Wave 59. So. Auge ist da. Sehr schön. Wunderbar. Wave 60. Wir könnten hier auch so eine Spec Factory hin, die alle mal anzündet. Das ist eine Idee. So richtig dreckig ist die Idee auch. Schön fett da hinsetzen. Ein bisschen nach oben sogar. Und soll alles zuspiken hier. Wave 61. 62. So, jetzt kommt 63. Jetzt wird es wieder dreckig. Da müssen wir auch noch was machen auf jeden Fall. Sonst wird es nichts. Und ich würde sagen, wir nehmen zwei zum Aktivieren. Ja, zwei so Spike Factories zum Aktivieren. Die eine hier und die andere hier. So. Oh, scheiße. Geht sie nicht ganz aus? Das ist natürlich blöd jetzt. Oh, da muss man nachlegen. Ihr seht schon. Das ist natürlich saublöd jetzt. Aber es geht sich aus, wenn hier schon Spikes produziert werden wie Sau. Das ist natürlich gut. Dann haut es hin. Wave 64. 65. So, eine haben wir zum Aktivieren fertig, die zweite gleich. Muss mal schauen, wie viel kriegen wir da Kisten. 5 Kisten A600 sind 3000 pro Runde. So, jetzt sieht der gleich aus hier. 2 zum Aktivieren fertig. Wave 66. Achtundsechzig. Läuft, Leute. Dann machen wir den auf Max hier. So, der spiked jetzt alles mit diesen Explodierdingern dazu. 69. Ich überlege gerade, was wir noch nehmen könnten für Tower, dass wir mal wieder lustige Sachen haben. Vielleicht noch zwei von denen. Wie weit reicht die Range hierhin? Jawohl. Da können wir hier nur einen nehmen. Voll upgraden. Da noch einen nehmen. Voll upgraden, sofern wir die Kohle natürlich haben, sonst nicht. So. Ja, jetzt haben wir's. Wave 70, Leute. Wave 71. Gut voran hier. 72. Machen wir den auf Max. Wir haben genug Kohle derzeit. 73. So ein giftiger Level, aber den haben wir ganz gut geschafft. Jo, und ich würde sagen, wir spiken die Welt zu. Ich würde gern hier nur einen hin, aber ich weiß nicht, ob das geht. Jo, es geht. Und dann machen wir nochmal die linke Seite hier. Brauchen wir wieder Kohle.
So, Wave 75, Leute. Wave 75 haben wir. Wave 76. So, da müssen wir jetzt fleißig aktivieren, sonst haben wir ein Riesenproblem. Haben wir schon geschafft. Wave 77. Der wird jetzt auf Max gemacht. So. Andere Seite natürlich auch. Wave 8. Ne, 77 noch. So, Wave 78. Jetzt. Oh, scheiße. Sollten wir ein bisschen was aktivieren. Sicher, sicher. Wave 78, Leute. Es sind so viele Spikes hier, das ist eine gewisse Sicherheit jetzt. Hinten sollte man nur einen Supermonkey hin, falls was ist, der was alles abfängt. Vorher werden wir den nur auf Max hier. So, ist auch auf Max. Und Wave 79! Haut wunderbar hin. Die Bloons haben hier keine Chance gegen uns. Wir sind zu gut für die Bloons. So, dann werden wir den Supermonkey hier hin. Der wird unsere letzte Reserve werden. Wave 80 haben wir hier. Wir werden die linke Seite dann nehmen. Wave 81. So, ein bisschen viel Bosse hier, aber okay. So, dann werden wir hier noch einen Bloom Chipper nehmen für die Bosse. Der soll die einsaugen hier brav. Das funktioniert sicher ganz gut. Der ist nur in der Range, ja. Wave 82. Ihr seht, die kämpfen sich durch, aber sie brennen die Bloons. Die kommen wirklich weit hier. Es läuft so weit. Hier ist die linke Seite fällig. Jetzt haben wir hier so einen Sonnentower. Der haut hier auch noch ein bisschen runter. Wave 83. Bloons haben keine Chance. So, und zur Sicherheit werden wir den jetzt verkaufen und hier einen zweiten Supermonkey machen. Noch einen Sonnentower hier. So. Jawohl, läuft, Leute. Wave 84. Die pfeffern hier schön rein. Die können uns mal, die Bloons. Läuft, sage ich nur. So, Wave 85 kommt dann der Grüne. Es wird auch kein Problem sein. Wir specken dann alles zu einfach frecherweise. So, boom und Fresse halten. Lieber Bloom, das reicht sich so. Reicht sich sogar. Schön, wir haben es auf Gold geschafft. Nice, 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 Leute. Hat mich gefreut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.